Als die Römer frech geworden sind, zogen sie nach Deutschlands Norden. Vorne beim Trompetenschall ritt der Generalfeldmarschall. Herr Quinctilius Varus, wow, 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 wow. Herr Quinctilius Varus, schnellereng, 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 schnellereng. Plötzlich aus des Waldes Duster brachen krampfhaft die Kerusker mit Gott, dem Fürst und Vaterland. Hörte sie von Wut entbrannt gegen die Legionen. Wow, 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 wow. Gegen die Legionen. Schnellereng, deng, schnellereng, deng, schnellereng, deng, 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 deng. Hochwinkel, die arme Feldherr, dachtest du, dass so die Welt wär? Er geriet in einen Sumpf, verlor zwei Stiefel und einen Strumpf und blieb elend stecken. Wow, 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 wow. Und blieb elend stecken. Als die Waldschlacht war zu Ende, rief Fürst Hermann sich die Hände und um seinen Sieg zu feiern, lud er die Kerusker ein zu einem großen Frühstück. Wow, 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 wow. So ein großes Frühstück.